Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac. Ab jetzt gibt es keine Fails mehr bei mir wegen irgendwelchen Aufnahmen oder was weiß ich. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt wieder in unseren Speicherstand und wir machen eine neue Challenge, die High Bro. Schauen wir doch mal, was das hier so ist. Ach genau, das ist hier die Kack-Dings. Die Kack-Challenge. Mit unserem Item können wir sämtliche Gegner in Scheiße verwandeln. Und ich weiß gar nicht, ob wir urinieren. Aber irgendwie kommt Urin aus dem Auge. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. So. Nach meinem Urlaub werde ich noch eine kleine Umstellung auf meinem Kanal machen. Wegen Aufnahmen. Es werden deutlich mehr Videos auf meinem Kanal online gestellt. Mein Urlaub werde ich dafür nutzen, um alles vorproduzieren. Mann, was stimmt denn hier nicht? Und also es wird auch mehr Spiele geben. Ich werde aber trotzdem bei meinem Special Game abends bleiben, was momentan halt Forest ist. In meinem Urlaub werden auch erstmal keine Folgen kommen. Urlaub habe ich vom ich glaube vom 21. bis zum 25. Mai. Also dass ihr euch da nicht wundert, warum da keine Folgen kommen. Ich bin dann fleißig am Vorproduzieren. Es wird auf jeden Fall mehr Spiele geben für etwas kleinere sind halt lustige Spiele, ne? Lasst euch einfach überraschen, denn ich habe ein paar Nachrichten bekommen mit ey, hier irgendwie schade, dass du dass du halt nur ein Video pro Tag machst. So, dann habe ich das ja schon geändert jetzt mit Farmers Dynasty und hier Isaac. Und dann, als ich Farmers Dynasty aufgenommen habe, da war ich so überlegen, Alter, mach doch einfach mehr Videos, ne? Und das werde ich auch so machen. Lasst euch einfach überraschen. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber das sage ich eigentlich in jedem Video. Also... So, hier setzen wir mal eine Bombe hin, um uns das schwarze Herz zu holen. Zwei Schlüssel haben wir, das heißt, wir können hier in den Raum. Oh, das sieht nice aus. Money, money, money. Das hier ist, was weiß ich, aber ich behalte das Kackhäufchen mal. Und noch eine weitere Bombe. Also Herzen haben wir jetzt erstmal genügend. Darf ich nur nicht vergessen, dass wir den oben in dem Raum haben. Ach je. Ja, weg mit euch, ja. Ich werde gleich mal in einem Raum, wo ein bisschen mehr Gegner sind, mein Item mal einsetzen, um euch das einfach mal zu zeigen. Ja, okay, hier ist nichts. Was geht hier so ab? Ich zeige euch hier einfach mal. Dann ist es nämlich so. Die Gegner werden halt in Scheiße verwandelt. Und jetzt dauert es auch erstmal wieder, bis ich das Item wieder benutzen kann. Ah, wir haben einen Shop. Das ist geil.
Kriegen wir Bomben immer doppelt? Und was ist das hier für eine Karte? Wheel of Fortune. Kriegen wir halt so einen Automaten. Aber eigentlich unnötig. Monstro. Also, ich habe mir nochmal die Folge beim Schneiden dann angeguckt, mit dem Run. Ey, das war ja mal mega peinlich, ne? Aber so ist es halt im Spiel. Es läuft halt nicht immer nach Drehbuch. Ich mache generell hier nichts mit dem Drehbuch. Einfach random zocken. Entweder klappt's oder es klappt nicht. Aber Monstro kriegen wir auch so hin. Shot and Speed Up. Das klingt gut. So, Herzen sind wir voll. Das heißt, wir brauchen in den oberen Raum nicht nochmal reingehen. Und wir sind jetzt hier in der dritten Ebene. Ah, hier. Mini-Dingel, dieser kleine Schoko-Drops. Ich muss sagen, von der Schussgeschwindigkeit läuft das hier gerade richtig gut. Ich bräuchte halt nur ein bisschen mehr Damage. Mit Damage wäre das alles sogar noch besser. Mann! Im letzten Moment werde ich noch getroffen. Ah, diese Räume mag ich gar nicht. Ja. Mann, was ist denn hier? Warum? Oh. Oh, das sieht jetzt gerade gar nicht gut aus. Nein! Das gibt es nicht. Warum? Egal, wir starten den Run einfach nochmal. Das ist so ärgerlich, äh? Wo ist er? Da oben. Und weg ist er. Haha. Oh. Okay, Range up. Ey, das Geile ist aber jetzt durch die eine Pille, wir haben keinen Schaden genommen, als wir da rausgegangen sind. Aber trotzdem regt mich das gerade auf mit dem mit der Challenge von gerade. Es ist halt echt mega nervig. So, hier haben wir wieder die Feuer, die schießen, diese etwas orangischen. Vor denen ein bisschen Acht. Ah, der ist auch sofort weg. Alles mal wegschnetzeln hier. Ich weiß gar nicht, wenn ich das Item benutze, ne? Ist das dann hier Wasser? Also wird dann hier quasi eine Toilette dargestellt? Oder was soll das hier? Oh, hier haben wir. Ich setze die Bombe mal dahin. Jawohl. Das läuft. Haben wir hier einen Raum? Ja, haben wir. Und es geht zu Little Horn. Oh, gerade gar keinen Bock auf den, ne? Der ist so anstrengend. Ey, aber wir sind eigentlich recht schnell. Oder recht stark, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob das an unseren Tränen liegt. Ah, jetzt kommt hier eher mit seinen Sonderattacken. Und haben wir ihn jetzt? Wir haben ihn. Jawohl. Was kriegen wir? Tears und Shot Speed Up. Das freut mich. Oh, zweite Ebene. Waren wir da nicht schon mal irgendwie? So, und weiter.
Hier haben wir nochmal einen so ein riesen Vagina-Ding. Ach, warum haben wir denn so komische Tränen jetzt gerade? Aber wir kriegen Seelenherzen, auch schön. Einen Stein haben wir hier nicht, okay. Dann geht's hier. Oh, Freunde. Das gefällt mir hier. Wir gucken mal im Shop rein, was es hier so Schönes gibt. Die Pille, was ist? Range up. Range up. Range up. So. Erstmal hier unsere Riesenspinne da killen. Denn ich meine, dass die auch ab und zu mal solche Mini-Spinnen spawnt. Ja, komm, weg, 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 weg. Mann. Da wollte ich jetzt einmal ausweichen. Aber werde dabei dann doch noch getroffen. Weg mit euch, ey. Keiner braucht euch. So. Ich glaube, wir würden jetzt ein Devil Deer bekommen. Oh, den mag ich auch nicht. Der ist auch so richtig nervig. Jetzt schickt er mir nämlich hier seinen Kopf hin. Wenn ich den nicht tot mache, den Kopf, oha. Kommen dann nämlich diese komischen Spinnen, die ich gerade schon mal hatte. Mann! Ich will meine Seelenherzen behalten. Oh oh. Ja, wunderbar. Jawohl. Und wir kriegen sogar noch Geld. Geld ist immer gut. Und was bekommen wir hier? Oh, Guppy's Head, Alter. Guppy's Head ist nice. Benutzen wir mal. Und Sister Maggie. Oh. Jetzt haben wir nur noch einen Herzcontainer. Das ist nicht schön. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein, wenig treffen lassen oder halt einfach Herzen sammeln. Immer schön auf Steine achten. Und wir sind hier in so einer blauen Ebene. Ach ja. An die Kiste kommen wir nicht ran. Okay, wir machen eigentlich, wenn man so sieht, nur einen Schlüssel gewinnen. Wir sind stark. Ah, den bomben wir auch mal weg. Denn der will nämlich nur unsere roten Herzen. Nein. Ich muss auch. Ich muss vorsichtig sein. Hoppala. Nein, Mann. Was ist das denn? Freunde, wir probieren jetzt einfach mal eine andere Challenge aus. Denn das ist doch kein Zustand. Head-Trauma. Oh Mann. Ach, das ist die, ne? Ja, wunderbar. Also, das sind unsere Tränen. Ein bisschen scheiße. Aber wir kriegen es irgendwie trotzdem hin. Hoffe ich. Oh, oh. Also, die Challenge mag ich jetzt schon nicht mehr. Oh, hier als eben warten, bis selbst der letzte die letzte Träne weg ist. Weil sonst schieße ich nämlich nur meine Bombe hin und her. Da habe ich nämlich auch nichts mit gewonnen. Also das sind ja echt noch so richtig chillige Gegner hier für die Challenge.
Aber die, die sich richtig krass bewegen oder so, das ist zum Kotzen. Unten haben wir noch einen Raum. Gucken, was es hier so Schönes gibt. Nix. Rein gar nichts. So. Monstro. Also ich glaube, das ist so ein typischer Gegner direkt von Anfang, weil er auch noch mega gechillt ist. Boah, Alter, jetzt einfach nur Damage und dann läuft der Run. Dann ist richtig nice hier. Dann kann man hiermit auch arbeiten. Und warum ich ausgerechnet mit den Challenges anfange? In den Challenge schaltest du halt auch noch mega viel frei. Und dann würde ich so ein, wenn ich soweit bin mit dem Challenge, würde ich so ein Mischmasch aus normalen Run und diesem Greed Mode machen. Was wir schon aus der letzten Folge kennen. Und dann einfach so peu à peu das Spiel irgendwann mal durchspielen. Glaub mir, es wird lange dauern. Na los. Mein Gott. So, wir kriegen Schlüssel. Oh. Ja, genau. Warum auch nicht? Oh, scheiße. Also wie ich das gerade schon mal gesagt habe, mit der Tränen hier, mit den Tränen, ist das zum Kotzen. Weil ich irgendwie alles einfach nur hin und her schieße. Aber was soll's, ne? Man muss einmal überall durch. Okay, der Raum ging jetzt eigentlich noch. Waren ja nur die Fliegen. Hier mit den ganzen Fettis geht das eigentlich auch noch recht klar. Denn die bewegen sich halt nicht sehr schnell. Hier haben wir noch einen Stein mit einem Kreuz und mit einer Leiter nach unten. Müsste der Flatpenny sein. Jo, es ist der Flatpenny. Das heißt, wenn wir Münzen aufheben, kann das gut sein, dass aus den Münzen, die wir dann trotzdem bekommen, auch Schlüssel kommen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht für einen Run, wo du irgendwie viele Schlüssel brauchst oder generell schon kaum Schlüssel irgendwie bekommst. Kann man auf jeden Fall mal machen. Am Anfang solltest du echt sowieso alles einsammeln, was einzusammeln geht. Denn es hängt von deinem Leben ab, Freunde. Nein, Spaß. Dadurch schaltest du natürlich auch Sachen frei und das will man ja schließlich auch. Und wir, oh, Little Horn, Alter, ich krieg das Kotzen bei dem. Aber Empress. Ah, das heißt, wir sind jetzt stärker, oder? Ah, aber mit den Tränen geht der eigentlich auch voll klar. Weil man halt eine größere Reichweite hat, ne? Oh, ja, Mann, Alter. Ich habe ihn mit seiner eigenen Bombe gekillt. Und rein in die nächste Ebene. Ich glaube, das ist die Ebene, wo ich in der letzten Challenge zweimal gestorben bin, ne?
gucken. Vielleicht liegt es einfach nur an der Challenge. Oh nein, hier und meine Unsichtbaren. Ach da. Wow, Alter, warum ist denn der so schnell? Amesia. Ich will hier einfach nur raus. Da jetzt nur noch. Ja. Okay. Ah, der Raum hat mich. Ja. Fertig gemacht. Ich habe jetzt einfach mal die Karte eingesetzt, die ich da hatte. Das hat dem Ding gut Schaden gemacht. Muss ich mir merken, dass die Karte gut ist. Boah, ist das hier gerade ein Niedergeschmetzel, ja. Ja, haben wir bekommen. The World. Er bringt uns ja jetzt hier gerade nichts. Denn wir haben ja gerade die Amesia-Karte gehabt. Die Pille. Das heißt, uns wird die komplette Karte zugedeckt. Was scheiße ist. Aber man verläuft sich hier schon nicht. So, jetzt stirbt doch mal. So, geht doch. Ja. Haha. Los, komm. Ey, ich bin so froh, wenn die Challenge hier zu Ende ist, denn meine Tränen ohne Scheiß machen mich gerade ein wenig fertig. Vom Kopf her, also von den Augen. Das ist ein wenig zu viel. Ein wenig zu viel. Ey, scheiße, Mann. So, jetzt nur noch du. Jo. Oh oh. Mann. Alter, ich brauche Leben, keine Batterien. Ja, genau. So, das hier ist mein Todesurteil. Dieser Raum hier, das wird nichts. Ja, ich muss da näher dran. Ah, oder klappt es doch? Jo, Alter, es hat geklappt. Wir leben noch. Los, weg mit euch. Ich will auch einfach nur leben. Leben und die Challenge hier überleben und schaffen und Sachen freischalten. Und ja. Was will man noch bei Isaac? Spaß haben. Genau. Warum bekomme ich denn jetzt auf einmal so viele Batterien? Nein. Boah, Alter. Hoppala. Und komm, du auch noch. Dann habe ich wenigstens auf der rechten Seite Platz. Jawohl. Jedenfalls Platz zum Ausweichen. Jawohl. Und jetzt nur noch du. Nein! Freunde! Was mache ich denn nur? Ja. Was soll ich sagen?
Das war's mit dieser Folge. Drei Challenge, dreimal verkackt. Mann. Ja. Aber so läuft es halt, ne? Ist ja auch nur ein Spiel. Man soll sich dabei nicht runterbuttern lassen. Nächstes Mal läuft es hoffentlich wieder besser. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne eure nettes oder auch ein, ja, also es sollte schon auf jeden Fall ein ernst gemeintes Feedback sein. Mir mal unten in die Kommentare. Interessiert mich mal, wie ihr so über die Videos denkt. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis später. Ciao.